Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich wieder zum Thema operative Leadership. Wir haben die letzten 9 Wochen ja zu diesem Thema gesprochen. Wie kann ich operative Leadership mit visionärer Leadership miteinander verbinden? Wo ist der Unterschied zwischen Management und Leadership? Und ich werde heute zum Abschluss dieses 10. Montags zu diesem Thema, ich weiß noch nicht genau, wie es dann weitergeht am nächsten Montag, was hier das Thema sein wird. Aber ich möchte euch noch 8 Punkte mitgeben heute Morgen, die dich inspirieren und zum Nachdenken anregen sollen. Inspirieren, nachdenken, anregen. Um ein sehr guter Leader zu sein, muss man sich selbst sehr gut kennen. Innen und außen. Wo bin ich stark? Wo bin ich eher schwach? Wo brauche ich Hilfe? Was soll ich delegieren? Wenn du es schaffst, immer die Dinge zu delegieren, wo du nicht besonders gut bist, hast du viel mehr Zeit für die Dinge, wo du wirklich gut bist und was dir auch wirklich Freude macht. Denk mal drüber nach. Ein weiterer Punkt, bewahre dir immer deinen Idealismus, aber verzichte auf deinen Perfektionismus. Manche Leute sind so perfektionistisch unterwegs und wundern sich, dass andere Leute nicht besonders gerne deine Nähe suchen. Perfektionistische Menschen, die alles perfekt machen wollen, haben 2 Nachteile. Sie sind für andere Menschen nicht besonders attraktiv und sie gehen jeden Abend ins Bett frustriert, weil sie diesen Perfektionismus, den sie sich wünschen, perfekt zu sein, wieder nicht geschafft haben. Dein Leben ist ein frustriertes Leben. Denk mal drüber nach. Ein weiterer Punkt, wenn du ein Leader bist oder sein möchtest, dann musst du auch führen. Sonst bist du auch kein Leader. Und zwar aktiv führen. Du musst vorwärts gehen. Du musst den Menschen um dich herum auch sagen, wohin du gehst. Sonst können sie ja nicht mitgehen. Sie können zumindest nicht entscheiden, ob sie wirklich mitgehen und auch mitziehen wollen. Ist ein Unterschied, ob jemand nur mitgeht oder ob auch mitzieht. Also wenn du ein Leader sein möchtest, dann musst du wirklich führen. Vorwärts gehen und klar sagen, wohin. Ein weiterer Punkt zur Inspiration, zum Nachdenken. Manchmal brauchen die Menschen ein Schulterklopfen. Die Menschen um dich herum, deine Mitarbeiter, ein Schulterklopfen. Aber auch manchmal brauchen sie einen Tritt in den Hintern. Konsequentheit ist etwas, was der Leader braucht. Wenn du wirklich ein guter Leader sein möchtest, dann musst du wissen, wo du nachgeben kannst, aber du musst auch wissen, wo du fest und konsequent bleiben musst. Wenn du wirklich ein guter Leader sein möchtest, musst du deinen Unterschied erkennen. Wann bin ich bereit nachzugeben? Wann muss ich unbedingt konsequent sein? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sei wachsam, wenn es um deine Integrität geht. Um deine Integrität geht, denn darüber zu wachen, werden die anderen nicht dabei helfen. Andere Menschen um dich herum möchten ja gern, dass du besonders kompromissfreudig bist, denn dann tun sie es leicht mit dir. Aber Kompromisse gehen sehr häufig dann auf Kosten deiner Integrität. Bewahre dir deine Integrität. Ein weiterer Punkt, wenn du Gefahr läufst, in der Konversation trocken zu werden, dann geh schnell zu deiner Quelle lebendigen Wassers. Denn die Menschen möchten sich bei dir ja erfrischen können und nicht bestauben lassen. Weißt, trockene Typen, die sind so staubig unterwegs, da staubt so stark, dass man nicht mehr weiß, mit wem man spricht. Nein, Menschen wollen sich in deiner Nähe erfrischen. Ein weiterer Punkt, Anerkennung zu empfangen ist etwas Schönes, aber arbeite nicht nur darum, um Anerkennung zu bekommen. Arbeite nicht wegen Anerkennung, sondern stell dir immer die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und dann hast du automatisch die Anerkennung dieser Menschen. Und der letzte Punkt, Humor ist Spitze.
Humor ist wirklich spitze. Aber wenn du nur mehr humorvoll bist, mein Freund, dann geht das sehr häufig auf Kosten deiner Autorität. Du verlierst sehr schnell, wenn du nur witzig unterwegs bist, verlierst du sehr schnell deine Autorität, die du in der Leadership unbedingt brauchst. Ich möchte vielleicht auch noch auf etwas hinweisen. Wir haben ja ab Neujahr, ab Januar, gibt es eine 52-wöchige, jede Woche eine ganze Stunde Leadership mit Hausverstand, Mentoring, Begleitung online. Du kriegst von uns ganz sicher in den nächsten Wochen eine Einladung dazu. Und wir würden freuen, wenn wir uns nächstes Jahr jede Woche eine Stunde miteinander beschäftigen. Leadership mit Hausverstand. Leadership ist das, was die Menschen dringend brauchen. Orientierung geben für die Zukunft. Und wir haben jetzt auch einen neuen Erfolgsplaner für Menschenspezialisten. 52 Wochen und jede Woche auf der linken Seite eine Inspiration. Wie werde ich ein wirklich attraktiver Menschenspezialist? Und rechts kannst du deine Termine eintragen, da unten das Wochenziel, rechts deine Termine eintragen, 52 Wochen, verschiedene andere Dinge sind noch drinnen, Erfolgsplaner für Menschenspezialisten. Du findest es doch auch weiter auf diesem Newsletter, wenn du einen bestellen möchtest. Und vor Weihnachten oder vor neuen Jahr, genau gesagt, wenn du einen bestellst, kriegst du zwei Stück. Ich freue mich so richtig auf die nächsten Wochen mit uns gemeinsam. Und vor allem 2021 wird ein hochinteressantes Jahr. Du wirst sehen, 2021 gibt so viele Möglichkeiten und Chancen. Es wird anders sein, als wir es gewohnt sind. Aber wir werden als Leader richtig herausgefordert werden. Und dann können wir in unseren Leadership-Fähigkeiten wirklich wachsen. Und das wünsche ich dir und danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Karl Pilsel.